Dieser Mann sitzt fröhlich auf einer Bank, als er plötzlich von einem Hai angegriffen wird. Aber komischerweise hat er keine Angst, sondern ist ganz entspannt. Er holt eine Dose mit blauen Pillen heraus und schluckt sie. Nachdem er sie eingenommen hat, wartet er darauf, bis sie wirken. Auf einmal stellt er fest, dass er die falschen Pillen genommen hat und gerät in Panik. Er dachte, dass es Schmerzmittel sind, aber in Wahrheit war das Viagra. Jetzt spürt er starke Schmerzen und versucht verzweifelt, seinen Arm aus dem Mund vom Hai zu befreien. Sein Bruder Bob braucht nicht einmal Pillen und läuft einfach gegen die Wand. Er legt sich sogar mit einem Nashorn an und wirft es mit nur einer Hand mehrere Meter weit weg, obwohl es 100 Kilo wiegt. Ein Bison sieht das und stürmt heran, aber Bob schlägt es K.O. Er stoppt sogar eine Abrissbirne, weil sein Kopf aus Eisen besteht. Dann fährt er in seinem Auto davon, als er bemerkt, dass die Bremsen nicht funktionieren. Deswegen stoppt er einfach das Auto mitten in der Luft, um die Tür aufzutreten und steigt aus. Doch er hat keine Zeit zum Durchatmen, weil ein Panzer ihn einfrieren will, aber Bob verbiegt ihn einfach. Um Bob zu töten, schickt die Armee sogar Kampfjets. Aber sie wissen nicht, dass Bob immun ist gegen Explosionen.